Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start am letzten Montag mit einem ganz, ganz, ganz speziellen Spiel. Wir schauen uns heute Avatars Saga an. Das Spiel wurde tausendfach, millionenfach überall beworben. Also die Company hat extrem viel Geld in Ads reingesteckt und die Werbung sah wirklich extrem gut aus. Sie haben sogar große YouTuber engagiert, um das Spiel vorzustellen, als es noch nicht da war, damit sich ganz viele Leute für das Spiel vorregistrieren. Wir haben nur zwei Probleme. Nummer eins: Das Spiel wurde im QR-Format gezeigt und es sollte eine Open World geben. Und wie wir hier sehen, sieht zwar ganz okay aus, zwar so ein bisschen low budget, aber es ist hochkant und nicht im QR-Format. Problem Nummer zwei bezüglich der Open World: Das Spiel ist auf Platz 1 im deutschen App Store zumindest und ja, wenn man den Bewertungen glauben könnte, hat das Spiel so 4,9, 4,8 Sterne. Schaut man sich allerdings die Rezensionen ein bisschen genauer an und schaut sich vor allem die aktuellsten an, sieht man, dass jeder irgendwie nur einen Stern gibt. Und dass jeder sagt, das Spiel ist nicht Open World, das Spiel ist ein komplettes Autoplay, das Spiel ist komplett Trash und will nur Geld machen. Und wenn wir uns das jetzt hier schon anschauen, das sieht so extrem hässlich aus. Also diese gelb-orange-rote Schrift bei diesem gelblichen Hintergrund, das ist einfach nur eine Katastrophe. Das Video soll auf jeden Fall keine Werbung für das Spiel sein, sondern eher davor warnen, dass ja, das Spiel nicht runtergeladen werden soll, damit das Spiel nicht noch berühmter, beliebter wird. Es ist einfach nur extrem sad, dass in der Mobile-Game-App-Welt, Deutsch, in letzter Zeit so extrem viele Fake-Ads produziert werden, nur damit die Leute dann das Spiel runterladen und dann enttäuscht werden. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Also es ist kompletter Trash, wenn die Werbung so gut aussieht, dass die Leute motiviert werden, das Spiel runterzuladen und dann sehen sie, dass das Spiel ganz anders ist und einfach Trash ist. Also klar, dann werden sie besser platziert, es gibt mehr Downloads für die App, aber ganz ehrlich, es werden so viele Leute enttäuscht. Also warum bitte Fake-Ads? Warum nicht einfach diese coole Ad als Spiel nachbauen? Das wäre doch viel sinnvoller. Und ja, wir sehen, dass wir aktuell nichts machen können. Es ist wirklich ein bisschen weird, aber da gibt es ja einige Spiele, deswegen, naja, lassen wir uns mal ein bisschen auf dieses Spiel ein. Ich bin natürlich schon extrem voreingenommen, weil ich sowas einfach extrem hasse. Und ich möchte sowas auch in Zukunft nicht promoten. Also ich habe schon einige coole Spiele sogar gespielt, die aber dann später mit Fake-Ads rauskamen. Und das ist einfach nur Trash. Also sowas wollen wir nicht. Also wie gesagt, das Video soll so eine kleine Warnung sein. Das Spiel sah in den Trailern, in den Teasern, in der Werbung extrem gut aus. Das echte Spiel ist aber kompletter Müll. Ja, jedenfalls das, was ich bisher mitbekommen habe. Und was ich sehe, oh, es gibt hier was in dem Spiel, das ich liebe bei Apps. Etwas, das hier oben links unter unserem Profil zu sehen ist. Es gibt hier VIP. Ich liebe ja VIP. Das ist, boah, VIP ist das Schlimmste, was es in Spielen gibt. Also, es gibt wenige Ausnahmen. Es gibt einige wenige Spiele, in denen VIP gut umgesetzt ist, dass man die VIP-Stufe gratis erhöhen kann durch Ingame, ja, Quests oder so. Das ist ziemlich nice. Ich meine, das war auch bei Rise of Kingdoms, dass man das VIP-Level auch so erhöhen kann, ohne Geld auszugeben. Aber dann gibt es halt diese mega Pay-to-Win-Spiele, wo es irgendwie 30 VIP-Stufen gibt, die extrem teuer sind und wo dann die Pay-to-Win-Spiele einfach mega viele Vorteile haben. So, seht ihr was vom Querformat und von der Open World? Ich sehe irgendwie nichts davon und wir machen gar nichts. Ich meine, wir können uns bewegen, aber wir bewegen uns erstmal mega langsam und unser Kämpfen ist trotzdem einfach nur, wir klicken auf das Monster und dann macht unser Charakter alles von alleine. Aber naja, das ist nicht ein Spiel, das ich in der Werbung gesehen habe. Wenn das so promoted worden wäre, wäre es okay. Ja? Also es wäre überhaupt nicht mein Style gewesen, nicht so meine App, die mir irgendwie, also nicht so ein Spiel für mich, das mir Spaß machen würde. Aber es wäre auf jeden Fall ehrlich gewesen. Es gibt sicherlich Leute, die so Spiele mögen. Naja, sonst wird es auch nicht so viele Auto-Run-Auto-Play-Spiele geben. Es gibt Leute, die das mögen. Ich mag sowas auf jeden Fall absolut nicht. Aber wenn man dann mit einer Fake-Werbung auftaucht, die einfach von einer Open-World spricht, wo man sich frei bewegen kann, also
ihr müsst die Werbung wirklich mal sehen. Die sieht, das ist ein ganz anderes Spiel. Also das ist nicht das Spiel, was wir hier sehen. Naja, muss auch irgendwie schlimm sein für die YouTuber, die das beworben haben. Also waren ganz große, die ich früher mal geguckt habe. Die haben wahrscheinlich auch komplett falsches Footage zugeschickt bekommen und die wussten gar nicht, wie das Spiel am Ende aussieht. I don't know. Das Spiel heißt ja Avatar Saga und im App Store sieht es ja auch irgendwie so aus, als hätte das was mit Avatar Herr der Elemente zu tun, aber es hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Also ein Charakter sieht so ein bisschen aus wie Aang, aber das war's dann auch schon. Also weiß auch nicht, wie das hier lizenzmäßig ist, ob das hier überhaupt naja, ganz legit ist, da den Avatar zu verwenden. Weiß nicht, ob der Name geschützt ist, I don't know. Wahrscheinlich nicht, gibt ja auch Avatar, also den Film von Disney, also I don't know. Aber ja, Spiel ist so überhaupt nicht meins. Wieso haben wir so wenig KP? Spiel ist überhaupt nicht meins. Aber das ist nicht das Schlimmste, ne? Jeder hat einen anderen Geschmack. Einige mögen so Spiele vielleicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen weird, wenn man nichts in einem Spiel macht. Wofür spielt man das Spiel, wenn das Spiel sich alleine spielt und man nur einfach nur klicken muss? Da kann man was Besseres machen, was Sinnvolleres. Alter, wo fliegen wir denn lang? Es ist ein bisschen verrückt. Naja, also in Zukunft bitte keine Fake-Ads mehr. Es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich. Es ist so sad. Und dann kriegen diese Spiele auch noch so extrem viele Bewertungen und so extrem viele Downloads, sondern ja, merken die, dass es erfolgreich ist und dann fängt das nächste Studio mit so Fake-Ads an und das ist einfach nur Trash und enttäuscht alle Spieler und dann ja, bleibt es bei dem schlechten Mobile-Game-Image, obwohl es da draußen wirklich ein paar richtig gute Spiele gibt. So, schauen wir uns das Spiel nochmal ganz kurz an. Wir sammeln erstmal alles ein. Wir haben 10 Millionen Sachen bekommen. Glücksklee können wir direkt gebrauchen. Können wir das ja auch gebrauchen? Wir nehmen einfach mal alles. Wir aktivieren alles, was wir kriegen können. Also, hübsch ist es auf jeden Fall nicht, ne? Also, wir sind schon in Kapitel 2. Wie die Texte hier angeordnet sind, also, und unser Titel da, der Wind, was? Der Wind plätschert wie ein Lied. Das ist auch so in so einer schlechten Qualität, ey. Und hier, Charakter, das C ist so halb abgeschnitten, so. Das sieht einfach nur so richtig low budget aus, um, naja, alle Spieler zu verarschen und abzuzocken. Das ist wahrscheinlich extrem teuer, das Spiel. Also wenn man hier Geld ausgeben will, kann man bestimmt sehr viele teure Packs kaufen. Würde ich zumindest vermuten. Wollen wir das hier aktivieren? Wir haben es aktiviert. Ich kann das hier unten nicht mal lesen. Also ja klar, es steht nicht, noch nicht aktiviert, aber das ist so, 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 so schlimm. Ja, naja. Ich habe das Spiel jetzt leider durch den Download unterstützt. Problem war, ich habe das ja, habe mich ja vorregistriert, weil ich die Werbung einfach ziemlich nice fand. Und dann wurde es direkt auf mein Handy geladen. So funktioniert das ja. Man downloadet das schon oder man klickt auf Laden. Wieso kann ich nicht da oben aufdrücken? Man klickt ja bei Apple auf Download und dann wird es runtergeladen, sobald es da ist. Und ich habe mich auch einfach auf ein gutes Spiel gefreut. Und dann gewartet bis zum letzten Montag. Ich wollte das ja einfach ganz regulär in einem Video vorstellen. Hab dann aber die Tage mal, ich glaube, es kam Freitag oder so raus. Hab dann die Tage einfach mal im App Store geguckt, wie das so ankam. Hab so gesehen, so, oh, 4,9 Sterne, ziemlich gut. So direkt 300 Bewertungen und auf Platz 1. Da dachte ich so, oh, nice, scheint ja ganz gut zu sein. Ja, und dann habe ich mir mal die Kommentare durchgelesen, so die neuesten. Und dann habe ich schon geahnt, was da auf mich zukommen wird. Dass das Spiel einfach absolut nicht so ist wie die Werbung. Und dann dachte ich so, oh no. Shit. Ist schon frustrierend, weil ich habe mich wirklich auf dieses Spiel gefreut. Das sah ziemlich gut aus. Das sah richtig gut aus. Also wenn es so umgesetzt worden wäre wie bei der Werbung, also wenn die Werbung 1:1 das Spiel geworden wäre, dann hätte das ein richtig gutes Ding sein können. Aber das, was wir hier sehen, ist einfach nur kompletter Müll. Also, sorry, dass ich das so sage, aber das ist für mich absolut ein Witz an Spiel. Naja, das ist für mich kein Spiel, das ist einfach nur Trash. Trash! Ich weiß nicht mal, was ich hier mache. Ich klicke einfach irgendwas an, sammle was ein, mache irgendwas. I don't know. Naja, das Spiel wird gleich gelöscht. Account wird gelöscht und dann wird das Spiel runtergeworfen. Und
Ja, ihr müsst das Spiel nicht downloaden. Es sah gut aus, es wurde gut beworben, also die Werbung sah gut aus, aber das Spiel kompletter Müll. So, Fake Ads, bitte, sterbt aus. Dass das nicht verboten ist, das ist irgendwie traurig. Also, wäre cool, wenn das irgendwie verboten, also wenn man das irgendwie verboten könnte, aber wie soll man da gegen vorgehen? I don't know. Naja. Alter, was? Was ist das für ein Reittier, Junge? Naja, also wie gesagt, extrem schade, extrem enttäuschend, aber man sieht es ja bei so vielen Spielen. Immer bei den Spielen, die ganz okay sind, die gratis sind und die Werbung anbieten für irgendeine Währung. Das finde ich ja ganz okay, wenn das Spiel werbefrei ist, aber man sich freiwillig eine Werbung anschauen kann für dann Coins oder Diamanten. Dann in diesen Werbungen sind dann meistens solche Apps. Und ich habe es auch selbst bei Duolingo bekommen, dass da hier dieses Trash-Spiel vorgestellt wurde. Also, I don't know. I don't know. Oh, Herausforderung. Können wir irgendwas machen? Also, wir können uns bewegen, aber wirklich ausweichen oder so, das ist, also, wenn wir jetzt hier aktiv spielen, sterben wir eher, weil wir, ja, wir können nichts machen. Also, wir können unten auf die Skills drücken, naja, war zu spät. Was ist das bitte? Why? 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 Was ist das für ein Monster? Was ist das für ein vollgepackter Screen? Wir können sogar AFK starten. Ist dann mein Spiel Bildschirm schwarz oder so? Ich weiß nicht, was das ist, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Also, guck mal, wie langsam wir laufen. Wir können nicht mal dem ausweichen. Ich kann hier auf die Skills drücken, aber passiert irgendwie nichts. Kann ich hier auf den Skill drücken? Naja, wow. Naja, ich will das Video auch gar nicht so lang halten. Wir beenden das Video jetzt. Das ist einfach nur traurig. Lasst mich wissen, was ihr von Fake-Ads haltet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer Fake-Ads in irgendeiner Art und Weise gut findet. Aber ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch Werbung von diesem Spiel bekommen und hat sich auf das Spiel gefreut und wurde dann enttäuscht. So geht's mir auf jeden Fall. Das ist einfach nur schade. So, ich würde gerne einfach mal schauen, wie teuer das ist, wenn man hier was kaufen würde. Aber ich finde den Store gerade nicht. Also wir haben hier oben ja VIP. Finanzprodukte. What? Aber ich sehe hier nichts, dass man mit echtem, also wie man mit echtem Geld hier, ah hier. Okay, ja, wir sehen hier nur so Standard-Packs, also für $99 kriegt man dann 6480 plus den Bonus. Ja, okay, es gibt keine anderen Packs, die man mit Geld kaufen kann, sondern man muss einfach nur diese Premium-Währung kaufen und dann kann man hier alles Mögliche kaufen. Naja, I don't know, Trash wird direkt gelöscht. Wollte euch mit diesem Video einfach nur ein bisschen vor diesem Spiel warnen. Ich hoffe, euch geht's gut. Alter, schaut euch das an, jeder mit diesem Vieh. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst dann beim anderen Video wieder, beim besseren Spiel. Morgen kommt zum Beispiel ein neuer Part von Summoners War Chronicles. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht und ihr, ja, nicht so oft auf Fake-Werbung reinfallt. Einfach nur frustrierend. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.